Herzlich willkommen bei WhiskeyWiser. Dies ist mein erstes Video, deshalb seht es mir bitte nach, wenn nicht alles perfekt ist zu Beginn. Ich versuche auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten regelmäßig Videos, Whisky-Verkostungen hochzuladen und würde mich freuen, wenn es euch gefällt und die Art und Weise, wie ich sie präsentiere, zusagt. WhiskeyWiser ist dabei tatsächlich vom Namen her Programm. WhiskeyWiser, damit ist einfach gemeint, dass wir hoffentlich im Optimalfall nach dem Video und nach dem Dram des Tages ein Stückchen schlauer sind bezüglich dieses feinen Tropfens. Und heute geht es bei dem Dram des Tages um einen Glenlivet. Genauer gesagt, ein Glenlivet 13 Jahre. Der Glenlivet ist aus der Speyside-Region in den schottischen Highlands, genauer gesagt im Osten dieser. Und die Destillerie wurde im Jahre 1824 gegründet. Ja, speziell bei dieser Abfüllung hat man sich auf die Fahne geschrieben, First Fill American Oak. Deswegen habe ich ihn auch unter anderem ausgewählt und weil ich ihn bisher zumindest nicht gefunden habe in einem deutschsprachigen Video auf YouTube. Es gibt von dem 12-Jährigen tatsächlich einige Videos und ich dachte mir, es wäre eventuell ganz interessant, diesen 13-Jährigen mal vorzustellen. Kreiert wurde er eigentlich für den französischen Markt, aber mittlerweile ist er als Standard doch auch bei uns in Deutschland, ja, in den meisten Online-Shops zu finden. Was ist mit First Fill gemeint und warum ist das so besonders? Nun, man muss zunächst erklären, First Fill, passt auch zum Video, First Video, First Fill, aber das ist nicht das Besondere daran. Mit First Fill meint man nichts anderes, als dass eben zum ersten Mal, nachdem eine andere Spirituose, in dem Fall amerikanischer Bourbon, darin gelagert wurde, in diesen amerikanischen Weißeichenfässern, eben zum ersten Mal die schottische Spirituose Whisky darin gelagert wird. Ein ganz frisches Fass wäre wiederum ein sogenanntes Virgin Oak. Und das müssen die Amerikaner nämlich nutzen, um ihren Bourbon darin zu lagern. Denn das ist per Gesetz in Amerika vorgeschrieben, dass ein amerikanischer Bourbon mindestens 2 Jahre, bis zu 3, 4 oder auch mehr Jahren darin lagert. Und dann nimmt er quasi auch schon mal die ganz intensiven Stoffe aus dem Fass raus. Und die Schotten sagen dann zu dem Zeitpunkt, für uns genau richtig, schickt uns die Fässer und dann lagern wir unseren schottischen Whisky darin. 12, 13, 18 Jahre. Denn dann kann er in Ruhe und langsam heranreifen. Denn über 12, 13, 15 Jahre, wie auch immer, wäre das für die meisten schon eine sehr, ja, krasse Aromenfracht, die dann mitkommen würde. Und so hat man sich hier eben dazu entschieden, 13 Jahre in diesen First Fill Fässern zu lagern. Also Fässer, die aus Amerika kommen und dann das erste Mal wieder befüllt wurden. Es ist üblich, dass ein schottischer Whisky auch in Fässern gelagert wird, die bereits das zweite Mal eine Füllung bekommen oder ein drittes Mal. Aber irgendwann nimmt das natürlich auch kontinuierlich ab von der Aromenfracht und es kommt immer weniger vom Fass oder eher gesagt von der Fasswand an den Whisky ran. Ja, und kommen wir auf den Punkt, deshalb ist der für mich so besonders, denn 13 Jahre in einem First Fill Fass, ausschließlich First Fill, das ist natürlich schon etwas, wo man sagen muss, da kommt mit Sicherheit noch was an starke Aromenfracht raus. Nicht so wie bei einem Bourbon, der ja die ersten Bestandteile rausnimmt, aber doch noch deutlich. Nun, was gibt es noch zu sagen? Ich weiß nicht, habe ich es erwähnt. Der Whisky ist gefärbt, aber
nicht kühl gefiltert. Nun ja, die Farbe wird auch in der Regel für die, die sich jetzt nicht so damit auskennen, sage es nochmal kurz, die Farbe wird eigentlich, zumindest bei den besseren Abfüllern, nur hinzugegeben, um eine gewisse Range immer auf dem gleichen Level zu behalten. Es ist also nichts Schlechtes, dennoch sagen die meisten Kenner, ihnen wäre es am liebsten, wenn er nicht nur nicht kühl gefiltert, sondern auch nicht gefärbt wäre. Aber wie gesagt, das muss hier nichts Schlechtes sein und ich würde sagen, wir starten mit der Verkostung, indem wir den Whisky einfach mal verriechen. Typischerweise sollte bei so einem recht frischen Fass noch deutlich eine Eichenfrucht zu spüren sein, aber auch Vanille, Karamell, was man so den amerikanischen Weißeichenfässern, die etwas milder, weniger herb wie europäische Eichenfässer daherkommen sollten, nachsagt. Ja, also ganz, ganz deutliche Vanillenoten habe ich hier definitiv im Glas. Es sind nicht nur Vanillenoten, natürlich auch Karamell, das was man einfach erwartet. Es ist erstaunlich, aber für mich auch irgendwo eine richtig deutliche Frucht zu erkennen. Damit hätte ich so nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass bei dem First Fill fast tatsächlich am meisten Eiche und Vanille rüberkommt. Aber ich hatte hier zuerst hatte ich eine kräftige Birne meiner Meinung nach in der Nase. Es ist eine Mischung aus Birne, Apfel, Honig, bisschen Apfelkompott vielleicht. Natürlich merkt man von der Eiche ganz klar was. Die Eiche ist direkt dahinter, immer wieder zu finden. Aber die Vanille setzt sich dann durch. Dann kommt das Karamell. Es macht einen sehr süßen Eindruck und insgesamt sehr harmonisch. 40% hat er, das habe ich glaube ich vergessen zu sagen. Das heißt, er hat die Mindestvolumenprozentzahl an Alkohol, die ein Single Malt haben müsste. Er braucht aber auch nicht mehr, denn ja, die Eichenfracht, die hier mitkommt, die sorgt schon für eine gewisse, für ein gewisses Volumen. Ich denke, gesagt haben wir genug. Das sollten wir mal probieren. Ja, also, wow. Ich muss sagen, wunderbar. Wie man zunächst jetzt im Geschmack weniger Frucht hat als im Geruch und deutlicher dieses Karamell, das zuerst gekommen ist, diese Süße, dieses Vanillige, ein mundauskleidendes, samtiges Gefühl, sehr weich, ein bisschen was von ja, Milchschokolade würde ich fast sagen. Der Abgang ist anders als man es schreibt, laut Hersteller, mehr als mittellang. Für mich ist er lang und er hat definitiv süße Karamell, Vanille, was man ja erwartet hat von diesem First Fill Whisky. Aber jetzt setzt sich auch noch ein bisschen was anderes durch. Man hat jetzt doch auch noch die fruchtige Note im Abgang. Für mich ein bisschen Gras auch irgendwo dabei. So ein bisschen, wie wenn du auf einer frisch gemähten Weide stehen würdest. Ein bisschen ganz dezent im Hintergrund. Aber auch die Eiche kleidet den Mund jetzt immer mehr langsam aber deutlich aus. Insgesamt ein für mich sehr wohlschmeckender Whisky. Ich glaube, man macht hier nichts falsch, wenn man ihn sich zulegt. Für rund, ja, im Schnitt 40 Euro, würde ich sagen, bekommt man ihn. Und ich wiederhole auch nochmal gerne, ist für den französischen Markt gedacht, aber man bekommt ihn doch online recht häufig und überall. Also, wenn euch interessiert, legt ihn euch ruhig zu.
Ich finde ihn tatsächlich gut. Ich rieche auch gerne nochmal dran, denn er hat absolut eine richtig, richtig schöne Vanillenote. Ich mag das speziell ganz gern, denn ich trinke auch gerne amerikanischen Bourbon und davon ganz gerne mal einen guten zwischendurch. Und das hat man hier in diesen First Fill Fässern deutlich auch wiedergespiegelt, diese Bourbon-Note. Ja, er riecht gut, er schmeckt gut. Ich kann von meiner Seite aus sagen, definitiv eine Empfehlung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, fast noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wie gesagt, es werden demnächst noch weitere Videos folgen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Zeit und das gezeigte Interesse. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich lese mir die dann gerne durch und beantworte sie auch. Bis dahin würde ich auf jeden Fall sagen, macht's gut. Slange!